Es wird heute spannend beim Einzelrennen in Martell. So, hier sind wir bei Martell. Martell liegt in Italien, ist die Rennstrecke A. Es gibt auch mal A und B, glaube ich. Und das Wetter ist hier 0 Grad mit mittlerer Wind, klare Sicht. Und Rekord hält Arthur Edwards von United Kingdom mit 8 Minuten 14. Und die werden wir heute brechen wollen. Einzelwettkampf heißt, wir machen heute ohne Strafrunde, wenn ich mich jetzt nicht irre, sondern nur mit Strafzeit. Also werden wir schauen, was wir hier so schaffen. Also viel Spaß und mit mir. Ach ja, stimmt. Das Training wieder vergesse ich immer. Machen wir hier 15. Wie immer. Hier kommt nur 10 und hier kommt 15 wieder rein. So, und jetzt haben wir doch wieder was Gutes hinbekommen hier. Und die Deutsche macht sich bereit, auf die Loipe zu gehen. Ja, und wir hängen mal wieder. Ich hoffe, das ändert sich gleich und wir warten einfach mal, was passiert, ne? Wir wollen natürlich auch starten und wir gucken uns das einfach mal an, was hier jetzt noch so ist. Und ja, es geht wieder. Ein perfekter Start, das kann man nicht anders sagen. Ja, endlich wieder perfekt gestartet. Und ja, hier sehen wir mal wieder eine ganz neue Strecke. Martell, habe ich sonst auch irgendwie noch nie gehört, dass es überhaupt im Biathlon gab. Da habe ich wohl immer was verpasst, wie es aussieht. Und wie wir sehen, haben wir diesmal auch ein paar Gegner hier, die man vielleicht wegrennen können. Denen man wegrennen können. Aber wir gucken erstmal, wie wir es sich so schlagen. Was die erste Zeit uns hier sagt. Lassen wir uns runterrollen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Zeit. Das ist die bislang beste Zwischenzeit in diesem Wettbewerb. Irgendwie machen wir hier nur Plus. Na, warum auch nicht. Dass hier so viele starten und so viele aneinander hängen, hätte ich gar nicht gerechnet. Ah, wir machen das hier. Ja, es gibt ja hier, wie gesagt, beim Junior Cup 6, nee, 7 Rennen. Plus die Weltmeisterschaft, die dürfen wir einfach nicht vergessen. Die Weltmeisterschaft weiß ich immer nicht, wann Rudi nochmal ist hier drin. Wir sind gespannt auf die Zeit. Eine Top-Zwischenzeit, auf der sie sich allerdings keinesfalls ausruhen sollte. Wir lassen uns mal überraschen. Was ein bisschen nervig ist, ich habe eine Funkmaus, eine Funktastatur plus Funkmaus. Kann natürlich immer mal ein Fehler passieren hier. Dass hier das mal nicht macht, was ich möchte. Ihr erstes Schießen in diesem Wettbewerb. Na schauen. Ich finde es aber so lustig mit dem Gewehr. Treffer für Sie. Treffer. Sie beweist eine ruhige Hand. Perfekter Schuss. Na, das war doch mal perfekt, ein oder? Absolut fehlerfreies Schießen. So, ein kurzer Blick auf Ihre Zwischenzeit. Das ist jetzt nicht ernsthaft, oder? Eine Sie Minute. Fährt eine großartige Zwischenzeit ein. Jetzt heißt es dranbleiben. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Was ist denn das für ein Kinderspiel? Naja, ich hoffe, das wird sich bald mal ein Ende geben hier. Genau, und wir rennen und wir rennen und wir rennen. Ich bin ja immer ganz gespannt, ob das auch alles so klappt, wie es soll. Was ich mich manchmal so frage, was hier alles so gibt, was hier eigentlich noch alles so ist. Ob das was ganz Tolles ist oder ob das nur Schrott ist, was hier rum hier so aussieht. Und ich finde, welche Zwischenzeit hat sie wohl erzielt? Gleich wissen wir mehr. Die Zeichen stehen eindeutig auf Sieg, wenn jetzt nicht doch irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Genau. Ich müsste jetzt stürzen und mir das Knie brechen. Das wird in dem Spiel aber auch nicht passieren. Das können die Mittel glauben. Ich finde das so hässlich mit den Bäumen. Na, vielleicht werde ich mir mal bald eine neue Grafikkarte kaufen.
eine richtig gute. Gleich werden wir wissen, was ihr Auftritt hier wert ist. Und sie werden uns gut. So schnell wie sie war bisher keine zweite Läuferin. Wir sind eben die Besten, ne? Anja Schneider sofort hier im Biathlon geschehen ist und macht hier gleich mal alle fertig. Es kann immer wieder passieren, wenn wir mal nicht Erster werden, dass wir diesen Cup nochmal neu starten müssen. Nun muss sie ihre bislang gute Leistung erneut am Schießstand verteidigen. Ich werde natürlich dann auch mit euch nochmal so machen. Wir machen das wirklich richtig zusammen bis zum Ende. Ich muss nur noch schießen. Volltreffer! Der hat gepasst. Der Schuss sitzt. Sie trifft. Ja. Fünf Schuss, fünf Treffer. Ein perfektes Ergebnis für sie. Nee, nur eine Minute 16. Das verstehe ich nicht. Sie hat sich hier eine tolle Zeit erkämpft. Jetzt sollte sie nochmal nachlegen. Dann ist alles drin. Da verstehe ich nicht, was sie beim ersten Schießen alle falsch gemacht haben. Waren sie alle zu blöde zum Schießen, oder was? Dann machen wir uns jetzt einfach mal ins Ziel und das ganz gemächlich hier. Es gibt ja auch so eine Art Einzelwettkampf beim Biathlon. Und da geht es so, dass man eine Minute Strafzeit bekommt. Pro Fehler. Ja, und das ist manche ist das für ein Verhängnis, aber manche kommen ja schon zwei Minuten vor dem Ehen an, der nur Fehler geschossen hat. Schon in, ja, drinne ist, auf Deutsch gesagt. Gleich wird die Zwischenzeit angezeigt. Ich frage mich immer, wie die das machen. Bisher ein absolut makelloses Ergebnis. Aber wir können uns schon gut schätzen, wir machen uns hier richtig klasse. Wir überholen hier fein. Wir haben es bald auch ins Ziel geschafft. Ich muss sagen, mir macht es wirklich Spaß. Mir fehlt noch gerade das Gespräch. Ja. Ah. Die Zeit müsste jeden Moment angezeigt werden. Das ist die neue Bestzeit für Sie. Schnell auf der Loipe, sicher im Schießstand. Perfekt. So kann man es auch sehen. So haben wir schon wieder ein Rennen fertig gemacht. Und ja, wir müssen doch perfekt sein. 0 Fehler, 6-6-6-26. Und ja, manche haben 40 Sekunden Strafzeit bekommen. Ja, 30 Sekunden auch mit dabei. Und Nancy hat sich ja ganz schön weit nach hinten verschlagen. Nur auf Platz 7. Was ist denn mit der Nancy los? Die war vor kurzem noch Zweite. Oh, da hat Duvar das wieder gemacht und Ortega hat sich auch nach hinten katapultiert. Dafür ist die Polin Zaren Kiewica dafür mit dabei. Aber auch mit ganz schön weiten, ja, ganz schön weit hinter uns beiden Duvar und Schneider. Oh, ich muss schon sagen, ist ganz gut geworden. Wir schauen mal, was die letzten Plätze sagen. Wie immer Yamamoto und Janice Lewis. Ach, ich sehe gerade, unsere Hirschel ist mal weiter vorne gelandet. Hirschel hat einen vierten Platz gemacht, meine Damen und Herren. Das ist doch mal klasse. Genau, und gehen wir gleich zum nächsten Rennen. Und wir haben schon wieder Chancen, was zu ändern. Bald wird es die Chance geben, dass wir was Besseres machen können noch. Das war schon das Rennen 4 von 7. Und wir gehen einfach weiter. Noch ein Rennen mache ich mit euch hier. Und es macht ja auch Spaß und geht auch alles schnell, schön schnell und so weiter. Ne? Kantimansis sind wir jetzt in der russischen Föderation.